Hallöchen, liebe Freunde, und willkommen zurück in Hope County. In der letzten Folge haben wir herausgefunden, dass unsere Pilotin Hudson von dem einen Typen gefangen gehalten wird, der im Süden das Sagen hat. Wie hieß denn der nochmal? Genau hier, der John Seed, ne? Richtig? Heißen die Seed? Ich glaube, die hießen Seed, egal. Wir machen heute weiter, wir sind noch auf der Insel und wir haben dann noch einen Schrein zu säubern, sozusagen. Oh, da steht ein Quad. Nice, da gehen wir nochmal hin, Leute. Und dann gucken wir mal, wie es da läuft. Ja, hier war der andere Schrein, haben wir gestern aufgehört. Und dann gehen wir mal darüber und holen uns mal das Quad. Mal gucken, wie es sich damit so fährt. Und da sind wir auch schon angekommen und da steht das Quad. Cool. Habe ich noch nie gesehen. Oder noch gar nicht gesehen hier auf der Insel. Wir fahren einfach mal hier rum. Wo waren die... Was ist denn das hier? Erntetruck. Na, dann gehen wir doch mal dahin. Okay. Hallo Erntetruck, wie geht's dir? Was gibt's denn da in dem Erntetruck? Ist voll Ernte wahrscheinlich. Kommt man da irgendwie rein? Hallo? Guten Tag. Ich möchte da rein. Lass mich rein. Was kann ich damit machen? Ich weiß es nicht. Kann man das vielleicht mit dem LKW anhängen und dass man das dann wegfährt oder was? Oder was kann ich hier machen? Ach, so. Das kann ich machen. Ah, interessant. Oh. Wer liegt denn da? Mit einem Basie. Okay. Den nehmen wir mal mit, den Basie. Blöder Sack, du. Du blöder Hund. Okay. Hier haben wir noch eine Pistole. Was ist das? Nitro. Alles klar. Bisschen Klopapier, ein paar Pfeile und was zum Lesen. Leidensgeschichte. Mama, bitte sag Papa nichts. Ich verstehe nicht, wie er auf diesen arschgesichtigen Vater Joseph hören kann. Schließt er sich jetzt diesem Erntegruppen an, um was zu tun? Gegen unsere Nachbarn zu kämpfen? Jake und ich sind in dieser Rangerstation, wo er letztes Jahr gearbeitet hat. Uns geht's gut. Wir werden abhauen und heiraten und ein echtes Leben beginnen. Bewaffnete Leute von Eden's Gate, soweit das Auge reicht. Bitte pass auf dich auf und versuche Papa zu Verstand zu bringen. Hab dich lieb, Mona. Oh, das war gar nicht... Das war keiner von denen. Die wollten flüchten. Tut mir leid, Kumpel. Scheiße. Mist. Die armen Leute, die wollten sich hier verpissen. Obwohl der Vater selber da mit drin hing. Oh Mann, das tut mir leid. Ich mach mal lieber wieder hoch. Wusch. Einfach nur aus Respekt zu dem Kerle da. Naja, okay. Da wollen wir mal darüber fahren zu dem Teil. Genau, da war's. Dann fahren wir mal dahin zu dem Schrein. Dürfte der letzte Punkt sein auf der Karte. Und wir haben sogar noch hier eine Anzeige, wie cool. Das ist ja geil. Ja, mit dem Quad geht's viel schneller hier rumzufahren. Das ist auf jeden Fall sehr praktisch. Okay, dann wollen wir nochmal sehen. Das ist noch hier das... Anfangs... Oh, wow. Wow, ich bin da vorgefahren. Klasse. Alter, nein, nicht schon wieder. Das war knapp. So, jetzt kommen wir da runter. Schön hier querfeld ein. Oh nein, das war schon zu weit. Nein, 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 ihr habt mich nicht gesehen. Ihr habt mich nicht gesehen. Huiuiui, das war knapp. Okay, wir probieren das mal mit dem Bogen. Der Bullet oder der Arrow Drop war auf jeden Fall ziemlich hoch. Ich gucke mal, ob das so geht. Hat aber nur bedingt geklappt. Oh, der Alter, der war knapp am Kopf vorbei. Mist. Ich bewerfe das mit einem Baseballschläger. Ich glaube, ich hole mal die Pistole raus. Wo war denn der da? Okay. Der ist down. Noch haben sie mich nicht entdeckt. Ich werde mich gerade mal zurückziehen. Wow. Was? Ja, beruhig dich da hinten. Ich sehe dich zwar nicht. Ach, da ist er, okay. Der Baum.
Na komm, treff doch. Oh, was mache ich denn? Hältst du dich etwa für gefährlich? Nee, aber gefährlicher als du. Du Depp-Chef. Das war eben gerade echt bescheuert geschossen, aber ich muss mir erstmal einspielen, das wird schon irgendwann. Waren das nur die zwei Leute? Oder drei vielmehr? Okay. So, eigentlich nichts gegen. Wer ist denn das hier? Ein Zivilist? Schade. Tut mir leid, Mann. Was haben wir hier? Verschluss? Okay, okay. Sonst ist nichts mehr hier, glaube ich. Sieht nicht so aus. Dann machen wir uns vielleicht mal daran, das kaputt zu schießen. Oder? Ja. Okay, auf geht's. Weg mit dem Schiss da. Das ist blöden Schreine. Okay, damit haben wir die ganze Insel gesäubert. Wir haben hier, glaube ich, alles abgeschlossen. Und jetzt können wir uns aufmachen. Geschäft, oh. Wir haben ein Geschäft. Nice, aber wo ist denn die Mission, die nächste? Das ist noch recht weit weg, Leute, ne? Ich würde fast sagen, wir machen erstmal das, was am nächsten ist. Nämlich das Sägewerk. Eden's Gate hat das Baron-Sägewerk oder das Baron-Sägewerk annektiert und hält dort Gefangene so lange fest, bis sie bereit für Jacobs Indoktrinierung sind. Alles klar, dann gehen wir mal dahin. Das ist nämlich kürzer. Ja, Churchill, Mann. Okay, hier. Okay, gut zu wissen. Ich muss ganz schön weit fahren, muss ich sagen, ne? Wir werden mal auf das Quad steigen und dann fahre ich einfach mal darüber, mal gucken, ob das klappt. Also, dann bis gleich. Deputy, du bist jetzt im Henbane-Gebiet. Du darfst deinen Sinnen nicht. Guck mal, da ist ein Bär. Und auf gar keinen Fall darfst du auch nur ein Wort von Faith glauben. Und halte dich von diesen weißen Blumen fern. Sie wirken harmlos, aber die stellen irgendwas in deinem Gehirn an. Wenn du mir nicht glaubst, dann wart mal ab, bis du auf diese herumschnufenden Junkies triffst. Die Sekte nennt sie Angels, aber sie können dich zerreißen wie Papier, wenn sie wollen. Okay, also der Dutch hat uns gerade mal ein paar Infos gegeben zu dem neuen Gebiet. Und wir werden hier schon von allen Seiten angeschossen und da ist ein Auto. Das sieht extrem cool aus, das Auto, und das werden wir uns einfach mal schnappen, wenn die uns lassen. Alter, ist das voll der... Ich muss hier weg, Mann. Junge, gib doch Gas, Junge. Alter, ich war kurz vorm Tod, Leute. Aber wir haben jetzt ein Muscle Car. Und das geht richtig ab. Mega nice. Okay. Weg da. Sehr schön. So geht es ein bisschen schneller und ist auch angenehmer zu fahren. Okay. Dann fahren wir mal weiter Richtung Zielgebiet. Ach du Heilige. Ich hatte gerade einen Unfall mit einem LKW. Der hat irgendwelche komischen Faxen gemacht auf der Straße und der ist mir voll reingerammelt. Alter Schwede. Ach du Scheiße, ich brenne. Ich brenne, Leute, Hilfe. Ich wurde angefahren von denen und habe den mit dem Molly angegriffen. Können wir jetzt noch weiterfahren? Auto, gehst du noch? Komm, wir fahren einfach mal weiter. Als wäre nichts gewesen. Das Auto fährt noch, gut. Okay, weiter geht's. Okay, Sägewerk bin ich dabei. Wir sind da gerade angekommen beim Sägewerk. Und wir müssen am besten erstmal hier unentdeckt werden. Ich habe auf jeden Fall auf dem Weg noch hätte viel machen können, aber ich würde gerne heute erstmal mit der Story weitermachen oder so einen Storypunkt abarbeiten. Und dann können wir ja zwischendurch dann noch den Nebenkram machen. Was ist denn mit ihm passiert hier? Ach du Heilige. Die sind da bekloppt. Oh, da kommt ein Auto.
guck gerade mal mit dem Fernglas. Sehr unauffällig, wenn ich hier hinterm Baum stehe. Okay, das sind erstmal die beiden einzigen, die ich gerade sehen kann von hier aus. Ich gucke mal, ob das so klappt hier. Moment, Luft anhalten. Hat geklappt, aber noch nicht den Kopf. Also ich muss noch ein bisschen höher zielen. Also der Arrow-Drop ist so heftig, ich weiß gar nicht warum. Das ist ja eigentlich ein guter Bogen. Oh, der hat den gesehen. Moment. Na, toll, er ist gerade sich... Hä? Konnte denn der nicht treffen? Ach komm, Leute. Jetzt wird... Ach du heilige Scheiße. Das war ein Fail. Oh, Hilfe. Aua. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Oh, das ist ein Sniper. Huh. Das war schon mal nicht so geil. Geh weg, Mann. Wie viel hält denn der aus? Och, nö. Okay, Leute, das war leider nix. Wir versuchen es nochmal, würde ich sagen. Ich überlege schon fast, ob wir das hier erstmal hinten machen, den Rat folgen von dem Dutch. Aber wir probieren es jetzt nochmal. Ich hätte das mir schon markiert, aber wir probieren es jetzt nochmal hier. Ja, da oben ist der Sniper, glaube ich. Jo. Den werden wir gerade mal mit dem Bogen holen. Und ich habe gemerkt, ich habe dem Bogen Unrecht getan. Denn wenn ich richtig durchziehe, gedrückt halte, dann ist der Arrow Drop auf jeden Fall schlechter. Also nicht mehr so stark. Ich habe vorher immer nur angetippt und das reicht halt nicht. Man muss voll durchziehen. Ich wurde das von Assassin's Creed gewöhnt, dass man das sofort durchzieht, wenn man gedrückt hält. Okay, ich werde mal versuchen, den Fetti Bum Bum da von hinten zu attackieren. Komm. Jawohl. Und die Waffe nehmen. So, jetzt geht's ab, Leute. Jetzt geht's ab. Jetzt habe ich die fette Waffe. Geh weg, Mann. Ich habe eine Waffe. Ja, reinige dich mal selber, Alter. Ich verpiss mich gerade mal. Ich habe jetzt zwar gerade den Bogen weggeworfen, aber ich denke, mit der fetten Waffe hier ist es ganz cool. Ja. Mach das mal. Okay, jetzt haben wir so eine geile Waffe. Mal gucken, ob wir damit klarkommen. Das könnte eventuell etwas besser werden, wenn ich denn auch treffen würde. Mal gucken. Ist hier jemand? Ach da. Ich Horst, hab ihn da oben nicht gesehen. Na komm mal her. Die gehen alle nach da, ne? Moment, ich folge dem mal. Vielleicht tummeln die sich da gerade. Nö. Nö, ich gehe mal gerade hier lang. Okay. Da oben ist ein... Was ist das? Ein Puma? Guck mal da. Da ist ein Puma oder sowas. Hoffentlich greift er uns nicht an. Das wäre ganz schlecht. Okay. Ich gehe mal hier rein. Kann ich hier irgendwas sehen? Was haben wir denn da liegen? Was ist das? Irgendeine Zeitschrift. Was? Perifeuer? Was haben wir da? Wackelkopffigur. Verschluss. Oh, hier ist der Kühlschrank. Nee. Das war der Sack daneben. Schade. All klar, Leute. Oh, da war jemand. Jetzt nicht mehr. Warum treffe ich denn nicht? Ich bin so ein Horst. So, den haben wir. Den haben wir auch. Noch mehr Verstärkung. Wir müssen unbedingt das Signal, glaube ich, zerstören. Kann das sein? Da ist es. Okay. Und Rückzug. Ach, der klettert da gerade hoch. Hä? Bin ich denn besoffen? Ich hab da voll vorbeigerammelt. Hier rein, Mann. Achso, das ist ein Fenster. Geh doch da rein. Danke. Okay. Ich bin gerade ein bisschen überfordert mit der ganzen Sache.
Ah, schaffen wir schon. Wir schaffen das, Leute. Ich glaube, der war gerade hier oben. Ach, da ist er. Hä? Konnte ich den eh nicht treffen? Boah, ich bin gerade so scheiße im Schießen. Das gibt's überhaupt nicht. Oh. Stirb! Ich hab den tot getreten. Das sah komisch aus. Okay. Sorry, Alter. Aber muss sein. Oh, da kommen sie. Jo, das war gut. Der hat irgendwas geworfen, ne? Oh, hier ist ein Geschütz drauf. Eintreten. Ja, dann komm her. Ja, geil, Digga. Weg da. Ey, lauf doch nicht so weg. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben das Sägewerk befreit. Wow. Sehr geil. Die Leute sind frei. Wunderbar. Da ist sie ja, die Frau. Sehr cool. Nice, Mann. Wir haben es echt geschafft. Zum Glück hatten wir die guten Waffen dann gefunden und genommen. Mit dem Bogen hätten wir es nie geschafft. Ich weiß nicht, wo ich herkomme, aber... Ja, bleh. Das ist deine Nichte. Könntest du für mich nachsehen, wie es ihr geht? Ja, die steht direkt neben mir. Dutch, ich rede gleich mit ihr. Danke. Alles klar, bis dann. Wir machen das in der nächsten Folge, würde ich sagen. Fand ich ja ganz cool, dass wir das dann doch geschafft haben. Ich habe ein bisschen doof geaimt, muss ich sagen. Ich muss da auf jeden Fall noch ein bisschen üben. Irgendwie ist das Feeling noch ein bisschen anders, als ich das gewohnt bin durch die anderen Spiele momentan. Aber egal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da und bis zum nächsten Mal. Ciao.